Willkommen zurück bei Xenonaut 2. Willkommen zurück beim Cheftechniker Sid van Sluter. Sir, wir haben die Auswertung des Mars-Updates. Demnach wurde die Kampfplattform in der ersten Mission zumeist als Kundschaftereinheit genutzt. Danke, Mike. Ich werde mich drum kümmern. Sir, wurde der Trupp eigentlich mitgeteilt, dass wir da einen Satelliten-Uplink integriert haben? Das habe ich wohl vergessen. Mail an das Kommando. Herr Kommandant, wenn Sie eine Kampfplattform bestellen, dann bauen wir Ihnen eine. Dann liegt die Betonung aber auf Kampf. Also schießen, vernichten, zerstören und nicht vorrücken und durch Wände fahren, um zu kundschaften. Wenn sie die Wände etc. weggesprengt haben, sehen sie auch, was dahinter ist, oder war. Das bedeutet wiederum, dass die Truppe dann darauf feuern kann. Und das mit allen ihren netten, von uns gebauten Spielsachen. Cheftechniker Sid van Sluter. Gedankengang. Langeweile ist wohl tödlicher als jeder Stress. Und ich habe wieder nur Müll bekommen, aber was soll's. Immerhin ist die Truppe wieder zurück, auch wenn es einen Verlust gegeben hat. Rest in Peace. Da stehen in den nächsten Tagen wohl wieder ein paar Beerdigungen an. Gerade wurden die Jäger gestartet, das heißt wieder Arbeit. Machen wir mal die Hangar einsatzbereit. Feuerlöscher, Löschschaum und was man sonst noch so benötigt. Da sich einer der Jäger aus dem Kampf zurückgezogen hatte, war dieser auch als erstes im Hangar. Das, was da aber angekommen war, war ein Haufen Schrott. Da wird jemand tief in die Tasche greifen müssen. Grob überschlagen denke ich, das werden wohl so 199.000 Euro. Vielleicht sogar mehr. Naja, jedenfalls haben wir für die nächsten 2 Wochen keine Langeweile mehr. Immerhin sind die Teile der zweiten Basis fertig und die Wissenschaftler waren auch wieder fleißig, sodass wir wohl in den nächsten Tagen auch deren Wunschliste abarbeiten dürfen. Mal sehen, was sie sich dort wieder mal zusammengedacht haben. Immerhin wurde die Effizienz der neuen Generatoren auf 96,35% erhöht und die Verteilerknoten arbeiten auch effizienter. Jetzt nur noch den Softwarefehler in der Plasmareinigungsanlage finden und wir sind wieder zu 100% einsatzbereit. Mal sehen, was danach auf uns zukommen wird. Und dann holen wir uns natürlich auch mal wieder ein Recap zur letzten Folge und was so im Hintergrund alles passiert ist. Wir gedenken natürlich den Gefallenen, vor allem der gefallenen Tyrex, die tatsächlich in 7 Missionen 12 Kills geholt hat. Eine sehr, sehr überragende Leistung. Da kam zuletzt nur Katushka ran als Gefallene mit 4 Einsätzen und 7 getöteten Einheiten. Und auch Cyria Stein mit 2 Einsätzen und 6 getöteten dürfen wir hier nicht außen vor lassen. Operation Zweite Welle. Ausgang? Entscheidender Sieg der Xenonauten. Bedeutende Auszeichnung. Da Erdpräsident Vlad C. Arstein im Moment noch immer wenig greifbar und in vielen Meetings scheint, übernahm abermals Kultusminister L. Leon Coeur die allfälligen Belobigungen der Helden der Schlacht der 2 Tage. So wurde der aus dem Adel stammende Soldat Lord Barth mit dem Orden des eisigen Pragmatismus ausgezeichnet, da er innerhalb der brandgefährlichen Missionsparameter sich entschied, Ausrüstung anstelle der schwer verletzten Kameraden Tyrex zu retten. In einer späteren Vernehmung gab er zu Protokoll, würde sie leben, würdet ihr schon wissen warum. Er war danach zu keiner weiteren Stellungnahme zu erreichen. Ebenfalls ausgezeichnet mit dem lebensspendenden Löwenorden wurden Soldat Reinbahannes und Querzi für die Rettung ihrer Kameradinnen Tyrex und Rota. Wie sich herausstellte, konnte Soldatin Tyrex nur noch tot geborgen werden. Aber eine schnellere Hilfe seitens Lord Barth ihr Leben hätte retten können, ist seitdem Gegenstand von Diskussionen innerhalb der Basis. Besondere Vorkommnisse innerhalb der Mission. Absurde Szenen zeichneten sich während des Gefechts des ersten Tages ab. Während des Rückzugs der Xenonauten aufgrund von Munitionsknappheit lieferten sich die Erdstreiter mit den als Verstärkung nachrückenden Menschenkollaborateuren intensive Wortgefechte über Intercom. Vor allem Colossus und Varka, allen voran aber Tyrex, setzten wutentbrannte Statements ab. Das Duell der Beleidigung gipfelte im Versprechen, in weniger als 24 Stunden wieder vor Ort zu sein. Entgegen der Einsatzplanung der Erdregierung, die ein Abwarten und vorsichtiges Aufrüsten empfahlen, wurde Skyhawk ein zweites Mal entsandt, da die Operateure des ersten Tages auf Rache brannten. Im zweiten Anlauf sollte sich die Schlacht deutlich schwerer gestalten, da der Feind diesmal vorbereitet war. Mit dem vom Netzwerk gestohlenen Daten konnte der Hackversuch gekontert werden und die nun korrekte Liste ermittelt werden. Und hier sehen wir die Abschussliste der noch lebenden Soldaten in der vollen Richtigkeit. Und die Abschussliste wird angeführt von Mr. Jaws. Aber besonders interessant, dass Rota mit nur sehr wenigen Einsätzen, wir können uns das gerne einmal kurz anschauen, Rota hat nur mit 5 Einsätzen
11 Kills gemacht und das ist schon ziemlich bemerkenswert. Aber auch Vaka dürfen wir hier nicht außen vor lassen, der nur 6 Missionen gemacht hat und da schon 10 Kills erreicht hat. Das ist schon ziemlich stark. Erwähnenswertes Nachspiel des Einsatzes. Mit dem Tod von Tyrex wurde eine wahre Heldin verabschiedet. Während ihres Begräbnisses kam es zu unglaublichen Szenen. Einer der auserkorenen Sargträger, Stefan, war durch Gram und Einsatzanspannung so gebeutelt, dass ihn in einem Moment der Schwäche der Sarg entglitt und dieser zu Boden krachte. Zum Entsetzen aller Anwesenden ging dieser in die Brüche und offenbarte nichts. Der Sarg war leer. Höchste Verwunderung und pures Grauen waren den meisten Gesichtern abzulesen, wie Sephika bemerkte, die durch die Verletzung von Rota weiter die Ermittlungen in Richtung Tyrex verfolgt hatte. Wie Cheftechniker Sid von Sluter später aufdecken konnte, war Stunden zuvor eine nicht sauber deklarierte Kiste von einem Helikopter der Erdregierung abgeholt worden. Die Ermittler Rota und Sephika vermuten, dass Kräfte innerhalb der Base die Leiche buchstäblich weggeschmuggelt hatten. Mehr noch, als wenige Stunden später derselbe Helikopter die neuen Einsatzkräfte in die Basis brachte, waren neben Wolf Eye Ace aus Polen auch eine andere Person an Bord. Soldat Alex Tyrex, vorgeblich aus Russland stammt und Soldatin Tyrex wie fast aus dem Gesicht geschnitten. Laut Kontakten zum russischen Widerstand konnte keine familiäre Bindung zu Soldatin Tyrex festgestellt werden, doch hatten die Ermittler schon zu viel gesehen, um hier an Zufall zu glauben. Es schien, als wären alle Ermittlungen wieder am Anfang. Um mehr herauszufinden, müsste ein vertrauenswürdiger Erdstreiter mit hohem Charisma und Menschenkenntnis sich erkundigen und ein extrem guter Schleicher, Soldat Tyrex, vielleicht eine Zeit lang beschatten. Und damit starten wir rein in die nächste Folge. In der letzten Folge haben wir einen Beobachter abgeschossen, ein neues UFO, ein kleines UFO und wir wurden richtig überrascht. Wir kannten kleine UFOs und die waren richtig leicht vom Himmel zu schießen. Das waren aber immer Kundschafter. Und der Beobachter war deutlich stärker und hat, wie wir gerade im Bericht von Sid von Sluter gehört haben, einen unserer Angel abgeschossen. Und zwar diesen hier. Angel 2. Es dauert jetzt noch 9 Tage und 10 Stunden, bis er wieder einsatzbereit ist. Wir wollen das erstmal aussitzen. Aber es würde sich natürlich anbieten, dann diesen neuen UFO-Typen auch mal genauer anzuschauen. Denn das Kopfgeld, das ist höher als sogar beim Zerstörer-UFO. Demnach erwarte ich, dass das hier sogar ziemlich happig wird. Dennoch habe ich mich dafür entschieden, hier erstmal wieder ein paar Anfängersoldaten in ein Team reinzustecken, und zwar die Soldaten, die Stand jetzt am wenigsten dabei waren. Denn es kommt ja auch bald wieder der Angriff auf die Hauptstation, auf das Hauptquartier der Aliens auf der Erde in Island oder auf Island. Und das wollen wir wieder mit unseren besten Leuten rausnehmen, da können wir keine Anfänger reinschicken. Das heißt, die müssen sich jetzt heute beweisen und das wahrscheinlich in einem schwereren Match, als wir jetzt am Anfang denken könnten, weil es ist ja nur ein kleines UFO, aber trotzdem haben wir gesehen, dass dieser Beobachter schwerer ist, das Kopfgeld ist höher, wir werden höchstwahrscheinlich mit einem großen Widerstand rechnen müssen und deshalb werden wir vorsichtig vorgehen, dennoch mit den neuen Leuten, die müssen sich jetzt heute beweisen. Es wurde ein weiteres UFO erkannt, ein kleines UFO. Und wir starten die Abfangjäger. Ich meine, die Gesundheit ist nicht so richtig gut. Wenn es nur ein Kundschafter ist, dann kriegen wir den raus. Wenn es ein Beobachter ist, werden wir abdrehen. Aber es kann natürlich auch wieder ein Angriff sein auf unsere Hauptbasis. Und das dürfen wir nicht zulassen. UFO-Verfolgung verloren. Wir gehen trotzdem weiter. Was sehen wir hier? Ein gelandetes UFO. Wir haben es verloren, weil es gelandet ist. Oh mein Gott. In diesem gelandeten UFO gibt es wahrscheinlich wertvolle Alien-Technologien und Ressourcen. Wir können ein Kampfteam schicken, um die Mannschaft zu beseitigen und das UFO zu erobern, bevor es abhebt. Diese Mission ist schwieriger und bietet größere Belohnungen als eine Absturzstelle, aber das UFO und die Mannschaft sind nicht beschädigt. Ich muss euch eins sagen. Das ist viel besser als der abgestürzte Beobachter. Wenn wir den Beobachter
komplett heil bergen können, dann sollten wir das versuchen, weil wir hier vielleicht auch noch Technologie bergen können, die wir beim abgestürzten Beobachter nicht bergen könnten. Das müssen wir machen. Das heißt, wir gehen sofort rein ins Basislager und überlegen, ob wir wirklich mit den Leuten hier reingehen wollen. Denn es wurde uns gerade gesagt, dass das schwerer wird als eine normale Absturzstelle. Wir schauen uns einmal ganz kurz an, wen wir dabei haben. Ich habe denen auch schon Bewaffnung zugeordnet. Wir gehen aber gleich nochmal gemeinsam in die Detailausstattung. Dann seht ihr auch, wer wer ist. Aber ich würde sagen, die Werte sind trotzdem alle ziemlich stark. Und das, obwohl das hier die Anfänger sind. Ich traue denen das zu. Ein paar Leute haben ja schon ein paar Missionen gemacht. So ein Code Blue war zum Beispiel schon dreimal dabei. Ein Rumpel war auch, glaube ich, schon dreimal dabei. Also da sollten wir uns keine Sorgen machen. Es gibt ja auch schon den einen oder anderen, der ein bisschen Erfahrung hat. Wir schauen mal ganz kurz. Rumpel, genau, dreimal dabei gewesen. Code Blue schon dreimal dabei gewesen. Und dann haben wir natürlich auch noch die ganz Neuen, wie Aki Wolf, Wolf-Eye, Ace und so weiter und so fort, die noch gar nicht mit dabei waren. Aber das schauen wir uns jetzt an, wie sie ausgestattet werden. Wir gehen mal auf die Scharfschützen. Die bekommen ein beschleunigtes Scharfschützengewehr. Natürlich alle bekommen Automat-Modul. Alle bekommen Stahlplatten mit rein. Und so eine taktische Weste. Das passt hier, das passt auch hier. Und das passt auch beim dritten Scharfschützen. Das habe ich schon voreingestellt, aber wie gesagt, wir schauen uns das nochmal gemeinsam an, damit ihr auch ganz genau wisst, wie gehen wir hier rein in den Kampf. Wolf IAs bekommt natürlich das beschleunigte Gewehr als Schütze, aber hat hier auch das Automat-Modul, auch ein Taktikmodul. Mit dem durchschnittlichen Stärkewert passt das hier sogar. Das ist richtig, richtig gut. Dann haben wir noch einen schweren Kämpfer, Wolfgar. Der auch hier ein Schild mitnimmt, damit unsere Schilde dann auch ein Ersatzschild haben. Dann haben wir einen Grenadier mit dabei, der auch ein Schild mitnimmt. Auch alle wieder mit Automat-Modul und natürlich Aufseherrüstung ausgestattet. Das ist alles klar und natürlich auch die Laserpistole als Zweitwaffe. Und unsere Schilde, die haben auch die Laserpistole dabei. Das ist einmal Chris Maximus und das ist einmal Rumpel. Gerade bei Chris Maximus ist das Ganze so ein bisschen ein Problem mit der Stärke. Das heißt, er kann keine Granaten mittragen. Aber so ein bisschen müssen wir ja verzichten, wenn wir hier die Unerfahreneren mit reinnehmen. Ich meine, Chris Maximus mit drei Missionen auch nicht ganz unerfahren. Aber dennoch ist seine beste Position natürlich nicht die Schildposition, aber in diesem Zusammenspiel mussten wir ihn in diese Position reinstecken, weil er aufgrund seiner hohen Gesundheit einfach und aufgrund seines hohen Mutes natürlich auch sehr gut hier reingepasst hat und die schlechte Präzision spricht ja auch dann eher für eine Laserwaffe. Von daher hat das gepasst. So, das ist die Truppe, die hier aufgestellt ist und diese neun Mann werden jetzt, und das wird jetzt richtig spannend, den gelandeten Beobachter einmal abholen. Das heißt, ups, das wollte ich nicht. Das heißt, Absturzstelle, Kampfteam aussenden, Skyhawk, Flugzeug starten. Da sehen wir nochmal alle, Dropship starten, das machen wir genau so. Ich hoffe, die kommen jetzt noch rechtzeitig an. Und hier, die sollten zur Basis zurückkehren. Die sollen gar nicht auf uns aufmerksam machen. Die sollen gar nicht wissen, dass wir kommen. Ich frage mich, was die hier machen. Das müsste noch Ägypten sein, oder? Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Könnte auch, ja, könnte auch nicht mehr Ägypten sein. Ihr sagt es mir in den Kommentaren sicherlich. Wir gehen auf jeden Fall mit der Skyhawk hin und ich hoffe, wir sind schnell genug. Oh, das wird ganz knapp. Das wird ein ganz knappes Ding. Ob wir die abfangen können. Und wir können sie abfangen, gerade so. Taktischen Kampf beginnen. Das ist jetzt komplett anders gelaufen. Eigentlich wollten wir zum abgestürzten Beobachter, aber es gibt einen weiteren Beobachter, der sogar landet. Und dann müssen wir dahin, dann müssen wir da intervenieren und wir müssen gucken, was die da wollten. Und im besten Fall können wir das ganze UFO bergen. Wie episch wäre das denn, wenn wir das ganze UFO mitnehmen können? Oder auseinanderschrauben können. Muss als Seed von Snooter mal einen Außeneinsatz machen. Ich habe da kein Problem mit. Das könnte richtig cool werden.
Das könnte richtig, richtig cool werden. Und wir haben keine zeitliche Begrenzung, das ist gut. Und ich bedanke mich bei dem Kommentareschreiber Tyler Burden, der gesagt hat, man kann hier die Schilde auch drehen im Skyhawk. Das habe ich auch mal voreingestellt. Das heißt, die gucken von vornherein hier raus. Das ist richtig, richtig cool. Vielen Dank für diesen coolen Hinweis. Das bedeutet nämlich, dass wir hier von vornherein schon diesen Feind hier sehen. Wir wissen, der kann ganz gut schießen. Der ist gar nicht so schlecht mit der Waffe, hat aber nicht viele Lebenspunkte. Rumpel geht hier mal nach vorne. Und ein Scharfschütze, Oliver Tell. Ja, der sollte ihn jetzt hier holen. Und wir bekommen 43 Gegenschaden, was richtig heftig ist. Und das wusste ich nicht, dass die das können. Okay, das ist interessant. Also, dass die auch zurückschießen können ab und zu. Ja, das ist halt leider so. Da können wir nicht so viel gegen tun. Im besten Fall hätten wir ihn auch sofort getötet. Das ist jetzt natürlich fies für Oliver Tell, dass er so viel Schaden gerade schon eingenommen hat. Aber das wusste ich nicht, dass wenn wir ihn töten, dass ein anderer in Sichtweite dann auch Reflexe bekommt. Ich dachte nur, dass er mit Reflexschuss zurückschießen kann. Dann hätte ich mich wahrscheinlich hier hingestellt, wenn ich das gewusst hätte. Aber auch das wäre nicht ideal gewesen. Er hätte zwar dann hier drüber schießen müssen, hätte uns aber trotzdem an der Seite getroffen. Das ist natürlich für Oliver Tell jetzt auch ganz schön mies. Oder gehört das zum normalen Feuerschutz dazu, dass nicht nur Bewegung bestraft wird, sondern auch Schüsse? Dann war das vielleicht nur ein ganz normaler Feuerschutz und keine Art Reflex. Das könnte sein. Da wir hinter den Stein nicht kommen und noch nicht zurück in den Skyhawk, sollten wir hier so nah an den Busch rangehen, wie es nur geht. Damit der Busch quasi eine Barriere darstellt, aber den sollten wir gleich wegsprengen. Oliver Tell muss hier mal in Deckung gehen. Der hat nur noch ganz wenig Lebenspunkte, verliert gleich noch 5 weitere durch die Blutung, ist dann bei 3 Lebenspunkten. Rumpel 29 Lebenspunkte noch, ist auch zu wenig. Hat natürlich noch den Schild, der noch nicht getroffen wurde, weil wir gerade mit dem Rücken angeschossen wurden. Das ist kein Problem. Dennoch müssen wir da so ein bisschen auf unsere Leute aufpassen. Dann gehen wir hier auch mal raus. Also einen ganz schlechten Start hier erwischt. Und hier sehen wir einen Feind. Genau, und das ist der Zombie-Macher. Das ist der Zombie-Macher. Es ist nicht gut, dass wir den hier haben. Der muss auch so schnell wie möglich weg. Wir gucken mal ganz kurz, ob die Grenadiere irgendwas machen können. Ob die hier schon mal den ersten wegspringen können. Also wir haben hier eine ziemlich blöde Ausgangssituation. Wobei die Ausgangssituation vielleicht gar nicht so schlimm war. Aber hier, dass wir hier schon mit beiden Leuten so stark angeschlagen sind, das ist halt wirklich a Worst-Case-Szenario. So, hier haben wir erstmal diese Zwischensache, diese Zwischenstelle weggesprengt. Das war nicht gewollt, aber ist auch nicht schlimm. Denn wir haben ja 2 Grenadiere und der zweite sollte jetzt im besten Fall treffen. Und er trifft nicht, er trifft die Wand dahinter und dann zeigt sich auch schon der nächste Feind. Und wir werden fies angeschossen. Und da ist noch einer hinter. Okay, das ist alles ganz eklig. Der ist sofort gestorben. Das ist gut. Das ist gut. Dann haben wir hier mit Wulfgar noch einen schweren Kämpfer. Der eigentlich hier helfen muss. Eigentlich hier helfen muss. Ich meine, wir brauchen hier keine Deckung gegen diesen Typen. Das ist nicht so wichtig.
Weil der ja eh nur im Nahkampf angreifen kann. Wir sollten vielleicht nur ein paar Schüsse schon mal raufbekommen. Das wäre halt wichtig. Deswegen schießen wir schon mal auf ihn. Auch wenn wir hier eventuell nicht treffen, wir sollten es in jedem Fall ausprobieren. Sehr gut. Dann haben wir hier natürlich noch einen weiteren Sniper, Aki Wolf. Könnte sich auf ihn stürzen, der wird zurückschießen. Da ist jetzt eher die Frage, ob wir mit Wolf Eye Ace erstmal eine Blendgranate schießen, weil er hat noch keinen Schaden abbekommen. Das bedeutet nämlich, dass... Ach du Heiliger, das hat nicht geklappt. Wolf Ace hat hier alle unsere Leute unterdrückt. Also einen schlechteren Start hätten wir uns nicht aussuchen können. Alles schlecht gelaufen, alles falsch gelaufen. Ich hätte den Feind hier gerne noch getötet, was jetzt nicht mehr geht, weil alle unterdrückt sind. Das heißt, es wird jetzt hier gleich der erste fallen. Wenn der jetzt auf Code Blue geht, der verliert so schon 10 Lebenspunkte. Dann ist es hier vorbei. Also hier ist wirklich alles schief gelaufen. Wir sind mit dem Schild rausgelaufen, haben ihn angeschossen. Dadurch hat er hier Feuerschutz gegeben. Ich wusste nicht, dass ein Schuss Feuerschutz auslösen kann. Ich dachte, nur Laufen kann Feuerschutz auslösen. Oliver Tell hat draufgeschossen, hat auch Gegenfeuer ausgelöst. Hat auch ordentlich Leben verloren. Hier haben wir Gegenfeuer ausgelöst. Ihr habt getroffen. Dann wollten wir nicht mit Aki Wolf draufschießen, weil er vielleicht nicht sofort gestorben wäre. Deswegen haben wir mit Wolf Eye Ace eine Blendgranate geworfen. Und dadurch wurden hier alle im Skyhawk geblendet, sodass wir keine weiteren Maßnahmen durchführen können. Das ist jetzt ganz schrecklich. Das könnte das Ende von Code Blue sein. Von Rumpel wahrscheinlich nicht, weil der steht ganz gut hier mit seinem Schild. Oliver Tell ist hier auch ganz gut in der Ecke. Aber Code Blue könnte jetzt draufgehen. Das ist ja ganz schrecklich. Das hat ja ganz schrecklich angefangen. Er kommt auf uns zu, ja? Das war zu erwarten. Ui. Und Oliver Tell ist down. Das war unerwartet, dass er auf Oliver Tell geht, weil der ja hier in einer dicken Deckung war. Oliver Tell war ja hier in der Deckung, ihr seht das. Und der hat von hier auf ihn geschossen. Das wäre von unserer Seite nicht gegangen. Wenn wir hier jemand hinstellen, könnte er nicht auf ihn schießen. Also sehr fiese Mittel, die hier gegen uns eingesetzt werden, aber ja. Das ist alles ganz schrecklich gelaufen. ...20% mal 10... ...reicht, um ihn zu töten. Dann gehst du hier mal rein in die Deckung. Und wir lösen hier mal Reflexe aus. Schade. Weil es gegen das Schild natürlich am besten gewesen wäre. Hat denn jemand noch eine Blendgranate? Ja, aber keiner hat genügend Zeiteinheitspunkte, weil wir in der letzten Runde geblendet wurden. Das heißt, keiner von euch kann eine Blendgranate werfen.
Die meisten von euch können noch nicht mal mehr schießen. Ich meine, Wolf-Eye Ace. Könnte es versuchen, dass der Einzige, der hier gerade noch... Na, hier, Code Blue könnte noch einmal raufschießen. Aber er ist eigentlich nicht derjenige, der hier schießen sollte. Er ist derjenige, der sich in Deckung bringen müsste. Aber ich wüsste nicht, wo. Hier, aber das könnte auch Feuerschutz von ihm auslösen. Dann lieber hier drin stehen bleiben. Was, alles schlecht. Okay, der wurde unterdrückt dadurch. Dann kann Code Blue doch mal raufschießen. Ja, hat nichts gebracht, aber es war zumindest eine Maßnahme. Leider nicht mehr genügend Zeiteinheiten, um hier das Schild zu nehmen. Ja, dadurch, dass wir hier unterdrückt wurden, können wir hier nichts mehr machen. Ich werf da mal eine Rauchgranate rein, damit der uns gleich nicht in die Quere kommt. Leider nicht ganz so gut geklappt. Das ist alles schrecklich. Das ist alles ganz schrecklich, was hier gerade passiert. Ich meine, zumindest der eine ist unterdrückt, der andere hat einen halben Rauch. Gegen sich. Reicht aber, dass er nicht angreift? Ah, nicht ganz, aber er trifft zumindest nicht. Okay. Er trifft zumindest nicht. Gut, jetzt können unsere Leute wieder schießen. Und da gehen wir einmal mit unserem Wolfgar rauf und er tötet ihn auch direkt. Das ist gut. Und dadurch wurde hier Code Blue unterdrückt durch den Schuss, der am Skyhawk vorbeigeht. Ich sag da nicht zu. Ich sag da nicht zu. Aki Wolf. Töte ihn mal. So. Die Hauptgefahr ist ausgelöscht. Unseren Leuten geht's aber sehr schlecht. Rumpel noch 49 Lebenspunkte. Oliver Tell ist down. Trimax 56. Wolf IA 36. Code Blue 36. Gehen wir eine Runde weiter. Man könnte jetzt überlegen, abzuhauen. Aber ich meine, die erste Gefahr ist bereits gebannt. Man könnte auch überlegen, weiterzumachen. Das Haus ist clean. Hier können wir jemand auf ein Dach raufpacken. Herr Wolfgar, geht mal nach vorne. Wir machen weiter. Wir lassen uns davon nicht unterkriegen. Es gibt keinen schlechten Tag. Man kann keinen schlechten Tag haben. Man kann höchstens mal richtig schlechte Momente haben. Und die hatten wir hier zu Beginn. Aber es heißt nicht, dass es so bleiben muss. Das bedeutet nicht, dass die Mission weiterhin so schrecklich laufen muss. Wir dürfen uns jetzt nicht unterkriegen lassen. Wir dürfen jetzt nicht fahnenflüchtig werden. Das haben wir Oliver Tell
Das haben wir ihm zu schulden. So, ich leg den mal hier rein. Ich weiß nicht, ob was im Skyhawk liegt. Ob das da mitgenommen wird. Ich würde mal behaupten, ja. Das heißt, die Waffe ist schon mal gerettet. Trimax hat keinen Platz im Inventar, um auch Oliver Tell reinzubringen. Okay, weiter geht's. Ja, wie ist das eigentlich alles so gekommen? Was war der Hauptgrund, dass es alles so schrecklich läuft? Gibt mehrere Gründe. Also, der Anfang lief katastrophal hier, mit ihm hier. Und mit ihm hier, dass die sich gegenseitig so gut unterstützen konnten. Das waren viele Fehler, die am Anfang waren. Und dann natürlich die Blendgranate, die hier alles nochmal schlecht gemacht hat. Das war ein schlechter Auftakt von Wolf IAS, muss man ganz ehrlich sagen. Da braucht man auch nichts beschönigen, das war einfach ein katastrophaler Start. Aber wie gesagt, es bedeutet ja nicht, dass es so bleiben muss. Und ein paar neue machen hier auch einen guten Job. Wie zum Beispiel Aki Wolf gerade. Rücken langsam und vorsichtig vor. Gehen keine falschen Risiken ein. Gucken uns auch mal die Seite an, denn wir wissen, die können ja auch mal flankieren und so ein Kram. Ja, bleib auch gern mal hier. Aber im Großen und Ganzen passt das. Wir gehen nicht zu weit vor. Lassen alles so, wie es ist. Und da kommt nämlich auch schon Feind. Und jetzt haben wir hier nämlich auch mal eine ganz gute Feindposition oder eine ganz gute defensive Position. Am Anfang war der Feind im Vorteil. Jetzt sind so langsam wir im Vorteil. Und so langsam spielt das Ganze hier nach unseren Regeln. Wir sprengen das hier mal kaputt. Damit Covert sie besser treffen kann. Sehr gut gemacht. Und wir... Wir bleiben, wie wir sind. Jedenfalls fast. Beenden die Runde. Schauen uns an, was der Feind macht. Wir wissen ja auch noch nicht, wie das Raumschiff aussieht. Wir wissen, dass es ein kleines Raumschiff ist. Wir wissen nicht, wie es im Detail aussieht. Kuverzi hat noch viele Lebenspunkte. Ich hätte dich gerne auf dem Dach. Hätte ich ganz gern auf dem Dach. Da ist das Raumschiff. Aber wenn wir dich aufs Dach bringen wollen, können wir dich nicht ungeschützt drauflassen. Das heißt, wir bringen hier mal einen Einsatztrupp mit, der dich gleich unterstützt. Mit Chris Maximus und Wulfgar, die halten dir den Rücken frei. Kann hier auch gleich mal eine Wand aufsprengen oder so. Dafür muss aber Trimax mitkommen, denn Code Blue hat nicht mehr so viel Munition. Wechsel mal die Position hier. Sehr gut. Ja, wir wollen hier nicht zu viel Stress, nicht zu viel Ärger haben. Wir gehen ganz in Ruhe das Ganze an. Das Schiff sieht aber ziemlich groß aus, muss ich sagen. Was haltet ihr davon? Ich finde schon, oder? Ah, sehr gut. Ein 60er Treffer hat gereicht. Wer war das? Wolf IAS. Will seinen Namen wieder reinwaschen.
Finde ich gut. Aber er ist nicht der einzige Zombie-Macher, der hier rumläuft. Wulfgar. Ja. Ah, den kriegen wir gut raus. Wenn wir den Sniper auf dem Dach haben, dann ist der hier schon eine gute... eine sehr gute Lösung für uns. So, wir sichern das ab. Der kommt gleich hier hoch. Der kommt gleich hier hoch in der nächsten Runde. Wir müssen es aber, dürfen es nicht übertreiben natürlich. Und gehen das ganz langsam an. Der Rest bleibt hier in der Stellung. Wir dürfen das echt nicht übertreiben. Jetzt kommt hier. Jetzt kommt hier so ein großer. Das ist aber kein Problem. Das ist kein Problem, den kriegen wir. Nicht genug Munition. Dann lad mal nach. Schöne 41er Schaden. Und Wulfgar beendet sein Leben. Sehr gut. Und dann kann nämlich Kuverzi aufs Dach. Dann schaust du dir einmal alles hier an. Wir sehen keine Feinde hier. Okay, wir sehen nur ihn hier drüben. Und da wir ihn gerade nicht angreifen können, kann er uns auch nicht angreifen. Okay, alles gut. Kuverzi ist in Position. Ist in Position. Dann gehen wir hier auch mal in Position. Wulfgar kommt mit. Dann sprengen wir hier gleich das Ganze hier auf. Und da bekommen wir schön Feuerschutz von Kuverzi. Der! Okay. Das ist ärgerlich, der hier fällt. Weil er zwei 50er Schüsse abbekommt. Das ist echt ärgerlich. Also diese Mission funktioniert so gar nicht, wie ich es mir vorstelle. Und demnach gehe ich auch davon aus, dass wir die nicht zu Ende führen werden. So. Machen die Wohnung hier trotzdem gleich nochmal auf. Ich fand die Idee mit dem Sniper hier auf dem Dach ziemlich gut. Ah, dass der zwei solche Schäden drückt. Damit hatte ich nicht gerechnet. Damit habe ich nicht gerechnet. Wäre hier irgendjemand, der ihn treffen könnte. Leider nicht. Leider nicht. Das ist schlecht. Laden hier einmal nach. Sprengen die Wohnung mal auf und sehen keinen Feind dahinter.
Wer hatte noch Platz im Inventar, um jemanden zu tragen? Code Blue. Du wirst ihn gleich hier einmal bergen müssen. Aki Wolf hat noch nichts getan, die kann aber auch gerade nicht viel tun. Also ihr könnt mit Wolf Eye Ace ein vorrücken. Aki Wolf dahinter packen. Damit die in der nächsten Runde was tun kann. Das wäre möglich. Ja. Und jetzt Aki Wolf beende dieses jämmerliche Leben. Ja, noch nicht beendet. Aber wir scheinen nah dran zu sein. So, wir rücken vor. Und beenden die Runde. Wir wissen nicht, wie viele Feinde wir hier noch haben. Wir haben schon viele getötet. 1, 2, 3, 4. Lass uns mal zählen. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Er ist Nummer 9. Wie viele Feinde haben wir in der Regel? Ich glaube, in so ein Schiff passen 12 rein. Ich weiß gerade nicht, ob ich Blödsinn erzähle, aber ich habe das irgendwie im Kopf gerade. Auch du kriegst ihn nicht rein. Können wir den drehen? Also quer würden wir ihn reinbekommen. Wer würden wir ihn reinbekommen? Aber nicht so. Mein Code Blue hat eh kaum noch Munition. Dann kann er auch auf Sniper wechseln. Die Frage ist, ob wir jetzt weitermachen. Unseren Leuten geht es nicht gut. Aber wenn wir nur noch 3 Feinde haben sollten, wenn das wirklich stimmt, dann wäre das schon ziemlich stark, muss ich sagen. Dann können wir es durchziehen, dann haben die Verluste zumindest irgendeinen Sinn. Chris Maximus holt sich mal ein neues Schild. Da ist ein neuer Feind, okay. Aki Wolf ist selbst für dich ein bisschen weit. Geh mal hier hin. Wolf Eye Ace, du kommst noch nicht ganz bis dahin. Das heißt, du gehst hier mal ins Gebäude rein. Kannst dann durchs Fenster gleich raus. Wolf geholt sich ja auch mal einen sicheren Platz. Also, ich gehe davon aus, dass wir noch 3 Feinde haben. Wir haben 2 Leute verloren. Ist nicht das erste Mal, dass uns sowas passiert ist. Jetzt aufzugeben könnte auch sein, also es könnte sein, dass wenn wir jetzt aufgeben, dass wir das bereuen würden. Seifenschuss, um ihn im besten Fall zu unterdrücken. Hat nicht geklappt. Wir gehen in Sicherheit. Rumpel muss abhauen. Allerdings
hat der Feind im schlimmsten Fall ja noch Feuerschutz. Machen es trotzdem. Wird jetzt zweimal geschossen. Auch Rumpel kann sich gleich ein neues Schild raussuchen. Uncle Blue kann sich zumindest noch ein bisschen Munition holen. Oder eine Rauchgranate noch oder so. So, wir haben hier noch einen Sprengmeister, der nicht viel tun kann. Wolfgar kann gerade nicht viel tun. Wir beenden die Runde. Er geht rein. Wie gesagt, ich erwarte noch drei Feinde. Ist hier noch einer? Vielleicht. Ist hier noch einer? Ich glaube nicht. Nein. Ich glaube auch hier nicht. Ich glaube nur noch hier im Raumschiff. Wir wissen es aber nicht. Ist auch relativ gefährlich, das zu verifizieren. Was nicht so gefährlich zu verifizieren ist, ist, ob wir hier die Tür aufsprengen können. Und das scheint gut zu funktionieren. Deswegen nehmen wir das mit. Und dann gehen wir nämlich hier in Feuerschutz rein, falls diese Kröte noch einmal rauskommt. Dann kümmern wir uns drum. Hat eigentlich irgendjemand Platz für einen Menschen? Du tatsächlich, ja. Tatsächlich könnte Rumpel hier die Menschen mal bergen. Dann macht das hier mal mit ihm. Ja, Rumpel hat Platz zum Verladen von Menschen. Dann sollten wir das auf jeden Fall machen. Ja, konnte ich leider nicht abbrechen, das war ein Missklick. Im besten Fall zeigt er sich gleich und wird abgeschossen von uns, ja. Ich vermute noch zwei weitere Aliens. Wir müssen das jetzt durchziehen. Wir haben zwei Mann verloren. Es war ganz viel, ganz schrecklich. Aber wenn wir wirklich der Meinung sind, dass uns das hier gute Möglichkeiten gibt, um den Krieg gegen die Aliens zu gewinnen, dann sollten wir nicht den Mut verlieren, weil zwei Leute gestorben sind. Dann sollten wir weitermachen. Und deshalb werden wir weitermachen. Aki Wolf lädt nach. Wir beenden die Runde. Wir haben keinen Zeitdruck. Und da ist noch jemand. Ein Feind, den wir noch nicht kennen. Ist auch so ein Spinnvieh. Aber in einer anderen Farbe. Und hier war irgendwas, was ich nicht schnell genug sehen konnte. Rumpel. Du musst auch gleich den anderen nochmal bergen. Das wäre relativ wichtig. Runde beenden. Wir halten hier die Stellung. Wir halten hier die Stellung. Wir wissen ja, der Feind bewegt sich da drin. Und Wolfgar macht Feuerschutz. Scheint ein neuer Feindtyp zu sein.
Rumpel, drop mal hier das frische Schild. Dann gehst du hoch. Holst dir die Leiche. Oder den Körper, besser gesagt. Ich kann ja noch überleben. Und haust ab. Und Chris Maximus. Du holst dir das frische Schild. Runde beenden. Sehr gut. Nach meinen persönlichen Prognosen haben wir nur noch einen Feind gegen uns. Ob diese Prognosen stimmen? Das weiß ich nicht. Ich gehe auch nicht davon aus, dass hier noch Feinde sind. Man kann es aber natürlich nicht ausschließen. Deswegen machen wir mal einen groben Blick hier rein. Aber es wird immer unwahrscheinlicher. Wahrscheinlich haben wir noch einen Feind. Und der ist im UFO. Rumpel, dich brauchen wir nicht mehr. Und wir haben noch ein frisches Schild. Wir wissen, ein Feind reicht manchmal aus, um den Schildträger zu töten. Deswegen müssen wir vorsichtig sein. Dennoch ist der Schildträger natürlich der beste Mann, den wir nach vorne schicken können. Aki Wolf. Du gibst Feuerschutz. Wolf I Ace, du hast noch was gut zu machen. Deshalb kommst du mit an die Front, obwohl du wenig Lebenspunkte hast. Trimax. Es muss noch was gesprengt werden. Wir haben hier diverse Türen und ich bin nicht bereit, die zu öffnen. Code Blue. Du bist kein Sniper. Und dennoch nimmst du eine mit. So, Trimax. Spreng mal kaputt. Wir wissen nicht, ob das kaputt sprengbar ist. Anscheinend schon. Aber wie gesagt, ich bin hier nicht bereit, Türen zu öffnen. Code Blue hat noch Sprenggranaten, deswegen kommt er hier mit. Wir beenden die Runde. Ich erwarte noch einen letzten Feind. Doch wo ist er? Das wissen wir nicht. Noch eine Tür. Das Problem ist, wir haben nichts mehr, um die Tür zu sprengen. Die Sprenggranaten helfen nicht. Dafür bräuchten wir dann wahrscheinlich das C4. Aber hey, Wulfgar hat viele Lebenspunkte, hat eine mächtige Waffe. Kommt mal mit rein. Wolf I Ace gibt auch mal Feuerschutz. Aki Wolf kommt auch mit dazu. Ich will's jetzt wissen. Und wir öffnen die Luke. Ein
Unser Schild darf natürlich angeschossen werden, zumindest einmal. Teleporter. Die Gesellschaft der Aliens hat sich über die Nutzung von Treppen hinaus entwickelt und sie verwenden stattdessen Teleporter, um sich vertikal zwischen Ebenen zu bewegen. Es gibt noch eine zweite Ebene. Um einen Teleporter zu verwenden, bewegst du einfach eine Einheit auf den Teleporter. Und dann müssen wir den Zug beenden. Das hier sind Teleporter. Das machen wir natürlich erst dann, wenn wir wissen, dass er nicht der Letzte ist. Und er scheint nicht der Letzte zu sein. Spannend. Nein, das ist ein Teleporter. Es hieß doch, ich muss meinen Zug darauf beenden. Da stand gerade... Ihr seid euch alle sicher. Es reicht nicht, deinen Soldaten raufzuziehen. Nein, du musst den Zug darauf beenden, um ihn zu nutzen. Meint er vielleicht die Bewegung muss dort enden? Also rüberlaufen zählt nicht. Kann sein, dass er das meinte, aber dann ist es sehr, sehr schwach geschrieben. Welcher Teleporter war das jetzt? War das der hier? Anscheinend. Könnt ihr ein bisschen Hilfe gebrauchen von zum Beispiel einem Wulfgar. Der auch noch eine Blendgranate hat. Dafür muss Chris das hier aber erstmal überleben. Ja, wieder was Neues. Das ist immer das Problem, wenn was Neues dazu kommt. Dann mit unserer angeschlagenen Truppe. Runde beenden. Verfehlt, verfehlt. Können wir so viel Glück haben? Anscheinend. Damit habe ich nicht gerechnet. Mit so viel Glück. Also, das Hauptproblem ist, du musst einen Schritt zur Seite gehen. Das ist das Hauptproblem erstmal. Oh, kein Feuerschutz ausgelöst. Aber Wulfgar kommt auch nicht hoch. Jetzt kommt er hoch. Und jetzt brauchen wir hier eine Unterdrückung. Sehr gut. Dann musst du weiterziehen. Und schießt halt das, was du so schießen kannst, ne? Es ist ja alles nicht so super genial.
Ah, der andere Teleporter führt auch nach oben. Das ist gut zu wissen. Okay. Dann Aki Wolf. Hoch da. Und du verfehlst. Du hättest nur eine Blendgranate. Du kannst zumindest schießen. Code Blue. Könnte danach nicht mehr schießen. Boah. Sehr gut. Ein Feind ist gestorben. Das war Feind Nummer 13, wenn ich richtig liege. Und damit ist die Mission abgeschlossen. So bitterböse es angefangen hat, desto mehr Glück hatten wir am Ende. Das am Ende war alles ganz schrecklich. Das hätten wir ganz anders machen müssen. Aber daraus lernen wir. Wir müssen es ja erstmal herausfinden, wie es läuft. Aber am Ende hatten wir extremes Glück. Da hätten mindestens 2 Leute noch draufgehen können. Da hatten wir richtig viel Glück am Ende. Oh mein Gott, was für eine unfassbare Folge, bitte. Hat mich komplett fertig gemacht, dieser Kampf. Aber hey, wir haben 15 Aliens getötet. 2 Xenonauten verloren. Beide sind gefallen, obwohl wir sie bergen konnten. Wir hätten ja auch gar nicht mit in den Skyhawk schleppen müssen, denn wir haben ja alles geborgen, quasi, was da lag. Und ja, diese anders gefärbten Mantiden sind auch Mantiden. Das sind keine extra Aliens. Die haben eigentlich nur eine andere Farbe. Ein Zivilist gab es, der ist gestorben. Ja, wir haben 2 Xenonauten verloren. Das ist einmal Coverzi und Oliver Tell. Und es gab schon Olivia Tell. Das heißt, auch Oliver und Olivia fällt hier raus. Diese Ära ist, wie zum Beispiel auch bei Irbis und Irbissa oder bei Algalongus, abgeschlossen. Coverzi, du wirst wieder eingeführt. Du bekommst noch eine zweite Chance. Akiwulf bekommt das Crux Solaris. Für viele abgeschossene Feinde. Auch Wulfgar bekommt das. Und er bekommt darüber hinaus auch den goldenen Stern, weil er nicht nur 4 Feinde in dieser Mission getötet hat, sondern 5 in seiner gesamten Laufbahn. Sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark. Dafür, dass es eine Anfängertruppe war, war es gar nicht so verkehrt. Wolf Eye Ace hat sich am Ende doch noch behaupten können. Ein Patzer gemacht am Anfang, aber das gehört dazu. Diesen Beobachter brauchen wir jetzt aber nicht, weil wir haben ja schon den perfekten Beobachter in voller Ausstattung. Das heißt, hier holen wir uns das Bounty für 150.000. Und dann geht es zurück nach Hause. UFO-Beobachter. Der Beobachter ist ein Alien-Flugzeug, das scheinbar vor allem zu Forschungs- und Aufklärungszwecken entwickelt wurde. Es ist zwar ähnlich groß wie der Zerstörer, aber wesentlich schneller und kann eine Mannschaft von bis zu 16 Außerirdischen transportieren. Dann frage ich mich aber wirklich, warum steht hier bei der Größe klein, wenn er genauso groß oder ähnlich groß ist wie der Zerstörer? Er ist mehr wert, er ist schneller, er ist stärker, er ist genauso groß. Der hat doch mit dem Kundschafter gar nichts zu tun. Also die Größe klein verstehe ich gar nicht bei dem.
Der Rumpf des Beobachters ist in zwei Abschnitte unterteilt. Der halbrunde untere Teil enthält den Großteil des Innenraums und zwei wichtige Flugsysteme. Die beiden Alleniumreaktoren, die das Schiff versorgen, die Strahlrudermatrix und die verschiedenen Steuerkonsolen sowie den Hyperantrieb. Darüber befindet sich ein kleiner Tastenabschnitt, in dem sich ein umfassendes Sensorenfeld befindet. Diese Elektronik ist weiter fortgeschritten als alles, das wir bisher kennen, weshalb die Bestimmung des genauen Zwecks schwer herauszufinden ist. Es kann aber als sicher angesehen werden, dass dieses Flugzeug riesige Mengen an Daten im Flug sammelt. Im Kampf stellt der Beobachter eine interessante Herausforderung dar. Er hat dünne Panzerung und einen relativ zerbrechlichen Rumpf, ist aber schnell genug, dass unsere X-25 Angels Probleme haben, effektiv zu ihm aufzuschließen, wodurch das drehbare Waffensystem im Tastenabschnitt eventuell genug Zeit hat, das angreifende Flugzeug abzuschießen. Ja, das haben wir am eigenen Leib gemerkt. Aber schön, dass es auch so gewollt war. Wir bekommen weitere Forschungsprojekte. Alien-Elektronik und Alien-Plasma-Waffen. Das ist erstmal cool. Wir gehen aber erstmal auf die Panzerung, denn die wird wichtig sein, wenn wir hier das Hauptquartier angreifen wollen. Die Soldaten sind angekommen. Tapfere Krieger. Und wir bekommen natürlich auch einen neuen dazu. Haben wir den schon bekommen? Ja, Tyler Durden, den kennt ihr noch nicht. Der ist auch ganz neu dazugekommen. Tyler hatte uns gesagt, dass wir hier im Skyhawk die Leute ausrichten können. Sehr, sehr cool. Und wir brauchen natürlich jetzt auch nochmal einen Ersatz für Coverzi. Das heißt, wir schauen nochmal ganz kurz rein. Ich mache mal Präzision als, ja, Voraussetzung. So richtig gute Leute werden uns nicht angezeigt. 53 Präzision, echt schlecht. 41 Stärke ist mir auch zu wenig. Es werden ja nur schlechte Leute angezeigt. 61 Präzision, aber 39 Stärke. 60 Präzision, 61 Stärke, 59 Reflexe, 42 Mut. 46 Zeiteinheiten ist echt wenig. Aber du musst es werden, du bist die Beste, die ich hier gerade sehe. Sie würde auch gehen. Aber wenig Lebenspunkte, sehr wenig Lebenspunkte. Ne, ich gehe mit Nagako Nishio. Und die wird zum zweiten Leben, oder zur zweiten Person, aus dem Hause Coverzi. Und du wirst den japanischen Namen Coverzio tragen. Ich glaube, das I ist zu viel. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist zu viel. Okay. Dann lassen wir mal die Techniker ran, dann lassen wir mal die Ingenieure ankommen. Dann werden wir jetzt auch nochmal weitere Forschungsprojekte durchführen. Das passt alles. Weitere Wissenschaftler anwerben, alle die wir holen können. Und zwar auf 26 hoch, wartet mal, Bildschirmbasis. Wir brauchen nochmal Unterkünfte. Das ist wichtiger, weil es länger dauert, bis wir die haben. Deswegen sollten wir erst auf die Unterkünfte gehen und dann Leute ausbilden. Wir bekommen, haben eh bei Zahltag. Komm, dann holen wir uns tatsächlich auch noch die Techniker. Oh, die haben wir schon voll. Okay, ich dachte, da fehlte noch einer. Dann werden wir jetzt die Forscher aufstocken. Auf 21 zumindest. Auf 21 zumindest. Dann sind wir bei über 200% Forschungsgeschwindigkeit. Tyler Durden ist angekommen, sehr gut. Coverzio ist auch angekommen. Für mich ist wichtig, also wir müssen jetzt natürlich die Hauptbasis, das Hauptquartier der Feinde angreifen, das ist ganz klar. Aber das mache ich nicht, ohne hier die neue Panzerung zu haben, weil unsere Leute sterben immer noch zu schnell. Da müssen wir was gegen tun. Dann brauchen wir noch eine neue Mars-Kampfplattform.
Also da müssen wir tatsächlich noch das eine oder andere durchaus verbessern, bis wir dort ankommen und ich mich da wohlfühle. Haben wir natürlich noch andere Sachen wie die Dragonfly, die ich ganz gerne dann dafür hätte, weil dann einfach mehr Leute mitkommen können. Und das ist mir einfach sehr wichtig, dass wir dieses Hauptquartier nicht blind angreifen. Das heißt, wir brauchen erstmal den Zahltag, das ist sehr wichtig. Und dann, wenn wir den Zahltag hatten, brauchen wir natürlich auch nochmal die eine oder andere Forschung und das eine oder andere Bauprojekt. Jetzt kommt der Zahltag. Sehr gut. Wir haben natürlich hohe Ausgaben, aber unser Einkommen ist so bei 1,7 Millionen. Das ist gar nicht so verkehrt. Und hier steht Aliensieg, wenn Region 2 verloren. Was ist denn, wenn zwei Regionen verloren sind? Okay. Wir sehen Lateinamerika bei 58 Panik momentan. Das ist nicht gut. Wie sieht's denn hier aus? Also, wir haben zumindest einen Hangar. Komm, dann starten wir damit jetzt einmal. Wir gehen auf Deutschland und sagen, liebe Skyhawk, wir wollen dich verlegen. Wir wollen aber nicht die Soldaten verlegen. Das heißt, dass alle Leute, die gerade im Skyhawk sind, einmal rauskommen. So. Dann gab es noch einen Roleplay-Beitrag von Catalana. Die hat dem Kommandanten, also mir, eine Ohrfeige gegeben. Dann wird die verlegt. Das können wir hier natürlich nicht zulassen. Das können wir nicht machen. Und was auch verlegt wird, ist die Skyhawk. Die wird auch verlegt nach Lateinamerika. Sehr gut. Und dann können sich nämlich die Techniker jetzt an die Dragonfly ranmachen. Das bedeutet, wir sind für 3 Tage nicht einsatzbereit. Ich denke, das müssen wir in Kauf nehmen, damit wir dann mehr Leute in den Einsatz mitnehmen können. Damit wir mehr machen können, mehr agieren können, mehr Feinde töten können. Und das ist selbstverständlich dann richtig, richtig wichtig für das Hauptquartier. Wir können gerne schon mal weiterschauen, was danach für uns interessant wird. Damit wir dann auch wissen, wie viel Geld wir überhaupt haben. Wie viel Geld können wir überhaupt für andere Projekte ausgeben. Und wenn wir jetzt mal auf die Hauptbasis schauen, bei den Laboren sind wir fertig. Das heißt, weitere Wissenschaftler könnten wir reinholen, klar. Da sind wir fertig. Bei den Technikern könnten wir auch nochmal eine Werkstatt mit hinzubringen. Das würde auch gehen. Wir brauchen natürlich irgendwann nochmal Strom, nochmal Antennen, nochmal so eine Raketenbatterie. Aber das ist erstmal nebensächlich. Das machen wir mit den Sachen, mit dem Geld, was wir dann am Ende noch haben. Beziehungsweise müssen wir uns natürlich auch um Lateinamerika kümmern. Auch hier wird es wichtig sein, dass wir mehr Leute reinbringen, dass wir mehr Hangars einrichten und so weiter und so fort. Aber erstmal müssen wir die Sachen ausbilden, die uns jetzt wichtig sind, die uns jetzt weiterbringen. Bei den Waffen sind wir ganz gut aufgestellt. Bei der Rüstung werden wir wahrscheinlich gleich nochmal aufstocken müssen, wenn die Forschung hier durch ist. Ich gehe mal davon aus, dass wir nicht eine Panzerung für unsere Angel-Abfangjäger finden, sondern eine Ausrüstung für unsere Leute, also eine Rüstung für unsere Leute. Lasergeschützverbesserung, nett, auch nett, Operationszentrum, sind alles Sachen, die ganz nett sind, die wir aber nicht unbedingt brauchen. Was wir unbedingt bräuchten, wäre tatsächlich eher eine Mars-Kampfplattform, mit der wir dann auch reingehen in das Hauptquartier der Feinde. Da sollten wir eine reinbringen. Wir könnten sogar 2 mitnehmen. Es gibt auch noch eine Laserkanone. Die schweren Schaden bei einem Einzelziel verursacht. 95 Schaden. Wir werden sicherlich mit Feinden zu tun haben, die relativ viele Lebenspunkte haben.
20 Schüsse, das ist schon stark. Das ist schon stark. Was hätten wir hier noch? Laser-Schnellfeuer-Gewehr, 100 Schüsse. Da haben wir dann eine Salve raus. Diese Laserkanone könnten wir sehr gut mit dem Tipp von Wolf Eye Ace kombinieren. Mit dem Entfernungsmesser. Das heißt, da sollten wir raufgehen. Laserkanone. Produktion starten. Für die Marskampfplattform. Wollen wir noch eine zweite Marskampfplattform mitnehmen? Ich bin mir unsicher, ich weiß es nicht. Ich glaube, dafür haben wir nicht das Geld. Fortgeschrittenes Medkit könnte man überlegen. Ich finde die Automed-Module eigentlich genial. Und dann haben wir hier noch ganz viele Dinge, die Quality of Life sind. Aber mit dem restlichen Geld sollten wir erstmal die Forscher aufstocken, dass wir hier auf unser Maximum kommen, was wir gerade mitnehmen können. Das sind 27 Forscher, 6 weitere. Da ist unser Geld auch schon fast wieder aufgebraucht. Denn jetzt wird es bald an die Rüstung gehen. Das heißt, die Lateinamerika-Siedlung können wir gar nicht so stark aufstocken. Das Hauptproblem hier ist, die können natürlich auch angegriffen werden. Ja, die können auch angegriffen werden. Das heißt, wir brauchen hier eigentlich einen kleinen Grundstock an Leuten. Damit, falls sie angegriffen werden, sie sich auch ein bisschen wehren können. Und dann nehme ich hier einfach mal ein paar Leute mit, die sich für mich ganz gut anhören, damit wir zumindest 10 Leute hier drin haben zur Basisverteidigung. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Und dann haben wir auch irgendwann die Skyhawk hier. Und mit der Skyhawk können wir dann ja auch von dort aus Missionen durchführen. Du hörst dich ganz gut an. Jetzt haben wir hier natürlich Leute mit schlechteren Präzisionswerten, die sich nicht mehr ganz so gut anhören. Dann nehmen wir hier die oben noch mit, weil die zumindest als Sniper dann noch funktionieren würden. Und diese 90.000 sollten wir ausgeben, damit die Lateinamerika-Station, obwohl sie gerade nicht ganz so gut ausgestattet ist. Wir haben hier nur einen einzigen Skyhawk drin, nur 10 Soldaten. Die 10 Soldaten sind in der Lage, das Ganze zu verteidigen, falls es wirklich einen Angriff geben sollte. Das können wir bis hierhin nämlich noch nicht. Das ist auf jeden Fall mir diese 90.000 wert. Und wir hätten sogar die Möglichkeit, von hier aus schnell einzugreifen, falls hier irgendwas passieren sollte in Lateinamerika. Denn 10 Leute, ja, 9 Leute passen hier rein in die Skyhawk. Dann ist nämlich die Lateinamerika-Station nicht ganz so unfähig, wie sie bisher war. Sie kann sich selber verteidigen und könnte tatsächlich auch, wenn hier mal eine schnelle Mission passiert, ganz schnell 9 Leute hinbringen. Das sollte dann funktionieren. Nicht gut ausgerüstet, nicht gut ausgestattet, nicht gut ausgebildet. Aber das ist ein Luxus, den wir uns leider gerade nicht leisten können. Diese 450.000 sparen wir dann. Ich meine, die Techniker sind gerade am Gange. Die sparen wir dann für das, was hier rauskommt. Und gerade können wir sowieso nicht so viel machen, denn wir müssen ein bisschen warten. Sehr gut, Skyhawk ist angekommen. Und die Leute auch. Sehr gut, das heißt, wir können uns auch dort ein wenig verteidigen. Da müssen wir eh jetzt ein bisschen warten, weil die Dragonfly jetzt natürlich fertig hergestellt werden muss in Deutschland. Und die UFO-Rumpfpanzerung ist fertig und bitte, bitte, bitte lass es eine Rüstung für unsere Leute sein. Kampfdaten legen nahe, dass gepanzerte außerirdische Raumschiffe einen beeindruckenden Widerstand gegen konventionelle Luft-Luftwaffen aufweisen. Laboranalysen der Rumpfpanzerung zeigen, wie das erreicht wird. Wenig überraschend liegt dies an der spezifischen Zusammensetzung der Alien-Legierungen, die zum Bau der Rüstung verwendet werden. Der Zusatz unterschiedlicher Spurenelemente scheint insgesamt die Dauerhaftigkeit der Beschichtung um über 50% im Vergleich zu reinen Proben zu erhöhen.
Diese Information ist enorm wertvoll für unsere eigenen Kriegsanstrengungen, denn es gibt eine beinahe unvorstellbare Anzahl von Legierungsmöglichkeiten und wir bräuchten wohl mehrere Jahrzehnte, um die optimale Mischung nur durch Experimente herauszufinden. Zum Glück haben unsere Feinde das schon für uns getan. Darüber hinaus hat die mikroskopische Analyse der chemischen Struktur der Beschichtung offenbart, dass die Moleküle in unglaublich engen Gittern, ähnlich wie bei Diamanten, zusammengepresst sind. Wenn sie in Rüstungsplatten geformt werden, sind die gehärteten Legierungen so hart, dass konventionelle Munition häufig abprallt, statt einzudringen. Es hat sich als möglich herausgestellt, wenn auch nicht perfekt, diese Härtungswirkung zu reproduzieren, indem Substanz unter enorm hohen Drücken zusammengedrückt oder angelassen wird und so Legierungsproben mit wesentlich besserer Leistung als je zuvor produziert zu erzeugen. Diese Fortschritte können umgehend auf unsere eigenen Designs angewendet werden und sollten uns den Bau einer neuen Generation von Schutzausrüstung erlauben. Noch nicht hundertprozentig klar, ob das jetzt für unsere Flugzeuge gilt oder für unsere Rüstung. Das letzte klingt ein bisschen eher nach Rüstung, das hier oben eher nach Luftfahrzeugen. Wir schauen mal. Legierungspanzerung. Angel-Legierungspanzerung. Anscheinend für beides. Schaut mal. Beides. Das müssen wir noch nicht mehr erforschen. Das ist jetzt freigeschaltet für den Techniker. Wächterkampfrüstung. Entwicklung schwerer Infanterierüstung, die gehärtete Alien-Materialien zum Schutz des Trägers voll ausnutzt. Verstehe ich das richtig? Wir können jetzt schon eine bessere Rüstung herstellen? Nein, können wir nicht. Okay, es wurde doch was freigeschaltet für die... für die Forschung. Ja, dann holen wir uns die Infanterierüstung als nächstes. Weil das brauchen wir definitiv. Wir brauchen die Infanterierüstung, bevor wir das Hauptquartier angreifen. Das mache ich nicht. Ich gehe da nicht einfach so rein. Wir brauchen die Dragonfly, wir brauchen mehr Leute und wir brauchen gut ausgerüstete Leute. Ich bin mit unseren Waffen zufrieden. Die Rüstung kann besser sein. Deswegen machen wir das. Und die Techniker haben ja eh noch zu tun, diese 4 Tage. Na, fast zumindest. Von daher passt das auch. Von daher passt das auch. Jetzt ist nur die Frage, bei den Fahrzeugen. Legierungspanzerung. Könnten wir auch holen. Eine noch bessere Panzerung für die Fahrzeuge. Auch bei der Ausrüstung. Und die Stahlplatten werden auch aufgewertet. Okay. Die Stahlplatten werden auch dadurch aufgewertet. Wir wissen ja, wir haben ja Stahlplatten, die wir bei manchen Leuten mit reingenommen haben. Zum Beispiel bei Grenadieren meistens. Schau ich mal rein bei Trimax? Nee. Bei Rumpel auch nicht. Na komm, wer hatte denn hier? Unser Waker hatte so Stahlplatten. Die bringen nur 3 Rüstung. Ist nicht so richtig viel, aber ich meine, wenn wir noch genügend Belastung frei haben, kann man diese 12 Kilogramm gerne noch mitnehmen, um diese 3 Rüstung noch abzustauben. Wenn das verbessert wird, wäre das nicht verkehrt. Die Frage ist nur, wie stark wird das verbessert? Wird das verdoppelt auf 6 Rüstungen? Dann bin ich nicht so interessiert daran, weil es immer noch wenig ist. Wird das aber erhöht auf, sagen wir mal, 15 Rüstung, was ein riesiger Sprung wäre, dann wäre ich sehr interessiert daran. Wissen wir jetzt leider nicht. Ist auch relativ teuer. Ich würde lieber warten und dann die bessere Panzerung herstellen hier bei der Rüstung. Da warten wir lieber drauf. Und wenn die hier vorher fertig sind, vor den Forschern, ist das auch nicht so schlimm, denn die Techniker können dann ja auch ein bisschen Geld verdienen für uns. Das bedeutet, wir gehen noch ein bisschen weiter. Mars-Kampfplattform abgeschlossen, sehr gut. Ja. Weitermachen, weitermachen. Laserkanone ist abgeschlossen und jetzt werden die nämlich ein bisschen Geld verdienen. Das Geld, was hier reinkommt, kommt durch die Techniker rein. Und da ist sie. Da ist die Wächter-Kampfrüstung. Eine schwere Rüstung, die nur noch 5 Präzision wegnimmt. Das ist richtig gut. Das ist wirklich gut. 30 Rüstung für 25 Gewicht.
Die Wächterrüstung ist unser erstes Personenrüstungsdesign, mit dem die Stärke der Alien-Materialien wirklich genutzt werden und dem Träger ausgezeichneten Schutz gegen außerirdische Waffen und andere Gefahren auf dem Schlachtfeld geben. Die erste Schutzschicht ist ein grauer Baumwoll-Overall, der mit einer flammfesten Beschichtung imprägniert und mit Legierungs-Nanodrähten durchzogen ist. Trotz Beschwerden, dass es kratzig und unangenehm zu tragen ist, hat es einen lebenswichtigen Zweck, einen Teil der Energie eines Plasmastrahls vom Aufschlagpunkt abzuleiten und über einen größeren Bereich zu verteilen. Dicke Rüstungsplatten, die aus gehärteten Legierungen geschmiedet sind und hitzebeständige Keramik, werden über dieser Unterwäsche und strategisch über lebenswichtigen Organen angezogen. Diese Platten sind sehr wirksam gegen kinetische Einwirkungen, bieten aber auch relativ guten Schutz gegen Energiewaffen. Sollte also einer ihrer Soldaten dumm genug sein, sich treffen zu lassen, werden seine Überlebenschancen durch die getragene Wächterrüstung erheblich gesteigert. Leider hat ein solcher Schutz auch seinen Preis. Wächterrüstung ist wesentlich sperriger und schwerer als vorhandene Rüstungstypen, ist also eine schlechte Wahl für Personen, die viel Ausrüstung dabei haben oder eine schwache Figur haben. Außerdem sind für die Produktion der Nanodrähte und Rüstungsplatten, durch die dieser Wächter so effektiv wird, erhebliche Mengen an Alien-Legierungen erforderlich, deshalb müssen sie über den optimalen Einsatz dieser wertvollen Ressourcen entscheiden. Das werden wir tun, wir werden sehr, sehr vorsichtig sein. Wir haben ein neues Forschungsprojekt, was wir machen könnten. Oder wir holen uns die 1350 die Stunde. Nein, natürlich das nächste Forschungsprojekt, das ist klar. Plasmawaffen hört sich cool an. Ich bin mit den Waffen, die wir gerade haben, aber relativ zufrieden. Wir brauchen jetzt hier kein Upgrade so dringend. Vor allem müssen wir die auch erstmal herstellen und so weiter und so fort. Es dauert Ewigkeiten, kostet viel. Das ist nicht ganz so wichtig. Den Mentarchen zu verhören, um einen Schadensbonus zu bekommen, nett, aber wir treffen so selten auf Mentarchen, auch erstmal nicht so spannend. Was spannend wäre, wäre der bessere Abfangjäger, denn dann können wir die Angels, die wir hier haben in Deutschland, nach und nach rüberbringen nach Lateinamerika und hier die Phantomabfangjäger in Deutschland nutzen. Das könnten wir machen. Das finde ich wirklich gut. Die komplexen elektrischen Systeme finde ich auch gut, aber wir haben auch gerade keine Energieprobleme. Könnten natürlich auch Waffenverbesserungen sein, ja klar. Aber ich finde den Abfangjäger jetzt erstmal spannender, dauert eh Ewigkeiten, ist uns egal. Hier würde ich ganz gerne gucken, wie teuer ist denn die Rüstung, die Wächterrüstung. Gar nicht so teuer. Nur 12 Legierungen, das ist nicht so teuer, wie die gesagt haben. Wir werden nicht jedem die Rüstung geben können aufgrund des Gewichts. Genau, die wiegen doppelt so viel wie die Aufseherrüstung. Das kann einfach nicht jeder tragen. Aber wir haben ja jetzt sowieso auch mehr Leute mit dabei, mit der Dragonfly. Das heißt, die Wächterrüstung, die können wir auch so 6-mal mitnehmen, würde ich sagen. So 6-mal. Kostet uns 300.000. Ist gut für Grenadiere, für Schilde, für Leute, die vorne drin stehen. Scharfschützen sowieso uninteressant. Ja, so 6-mal die Wächterrüstung. Dauert auch nochmal 4 Tage. Finde ich gar nicht verkehrt. Jetzt haben wir auch kein Geld mehr. Hier ist die Dragonfly. Und damit wir dann irgendwann auch hier den ersten Phantomabfangjäger bauen können, werden wir hier nochmal einen zweiten Hangar bauen. Die sind nicht so teuer, das heißt, hier kommt nochmal ein Hangar hin, um dann die Abfangjäger hier raufzubringen. Die Angel-Abfangjäger. Ja, das sollte passen. Das heißt, hier kommt dann ein Angel rauf, hier und hier, dann gehen wir auch mit 4 Hangars, ich glaube, das ist gut. Ein Dropship, 3 Angels. Und dann müssen wir die nämlich auch nicht verschrotten, weil die sind viel wert. Die sind auch gut. Warum sollten wir die nicht weiter nutzen? Dann halt aus Lateinamerika aus. Und die können ja auch relativ weit fliegen und so weiter, wenn wir dann irgendwann hier ein Radarsystem hätten. Das könnte man sogar hier reinbauen. Hier könnte man die hinbauen. Weil wir hier nicht so gute Synergieeffekte mitnehmen können. Dann würden wir auch von hier dann UFOs abschießen können, die uns dann beispielsweise
auch Geld bringen können, wenn wir das Bounty mitnehmen oder wir gehen in den Einsatz rein. Und höchstwahrscheinlich wird dann auch die Panik nicht mehr ganz so schnell steigen. Denn 58 Panik ist ein echt schlechter Wert. Ich hoffe ja, dass wenn wir hier das Hauptquartier fertig haben, dass dann die Panik auch runtergeht. Ich meine, wenn wir das hier machen, wenn wir das Hauptquartier fertig gemacht haben, bekommen wir sofort 500.000, was sehr, 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 sehr viel ist, und jeden Monat nochmal 450.000 obendrauf. Das bedeutet, wir sollten das vor Tag 120 um und bei machen, damit sich das nämlich auch schon auf die nächste Zahlung auswirkt. Und das sollten wir auch deshalb machen, weil wir bis dahin alles fertig haben sollten. Also ich bin guter Dinge. Was brauchen wir denn? Wir brauchen eigentlich nur noch die Wächterrüstung. Eigentlich brauchen wir nur noch die Wächterrüstung. Wir können auch mal uns die Mars-Kampfplattform anschauen. 12 Leute passen hier rein, sehen wir jetzt. Die Mars-Kampfplattform, hier ist sie. Und hier hätten wir die Laserkanone. 95 Schaden. Und dann nämlich mit dem Entfernungsmesser, das hatte uns ja Wolf IAs empfohlen. Da haben wir 60 Präzisionen mit 95 Schaden. Das ist das Stärkste, was wir uns nehmen können. Dann noch eine Stahlpanzerung. Das ist schon heftig. Das ist schon heftig, was wir hier jetzt gefunden haben. Für unsere Mars-Kampfplattform. Das ist richtig stark. Die Mars 5 übrigens. Ja, da bin ich guter Dinge. Klar, wir können auch noch ein paar Dinge verkaufen. Aber das brauchen wir gerade nicht. Das heißt, Lateinamerika wird so langsam ausgebaut. So ganz, ganz langsam. Wir haben jetzt die Skyhawk drüben. Irgendwann wird ein Angel rüberkommen. Wir haben 10 Soldaten hier mit Katalana. Das heißt, hier ist auch eine Soldatin mit drin, die tatsächlich auch sehr geübt ist, die auch schon ein bisschen Erfahrung mitbringt, die hier alle so ein bisschen anwerben kann und anlernen kann vor allem. Das passt, ne? War auf 5 Missionen dabei. Das lässt sich nicht leugnen, dass sie gut ist und dass sie auch schon Erfahrung hat. Und hier in Deutschland werden wir auch immer besser. Wir haben jetzt hier die Dragonfly. Unser ganzes System wird weiter ausgebaut. Das sieht alles richtig gut aus. Ich bin guter Dinge, wie das hier gerade läuft. Ist wirklich sehr, sehr gut. Die Forschung schreitet voran. Wir haben jetzt auch gerade durch den Beobachter, dass wir den in vollem Zustand bekommen haben, viele, viele Forschungsprojekte dazu bekommen. Haben fast alle Wissenschaftler, die wir haben können. Das ist auch richtig gut. Und die Techniker sind jetzt an der besseren Rüstung dran. Ich glaube sehr, dass wir in der nächsten Folge den Angriff auf das Hauptquartier wirklich sehen werden. Denn ich wüsste nicht, was uns davon abhalten sollte, wenn die Wächterrüstung fertig ist. Das heißt, die nächste Folge wird richtig, richtig spannend. Und ich bin auch schon ein bisschen aufgeregt und ich habe noch viel mehr Angst. Drückt mir die Daumen, haltet mein Händchen, damit es dann das nächste Mal so richtig erfolgreich wird. Vielleicht noch ein bisschen erfolgreicher als heute. Denn heute müssen wir 2 geliebte Soldaten leider begraben. Kuvertzi und Oliver Tell. Ihr begrabt hoffentlich nicht das Like, denn ich möchte, dass ihr noch einen Daumen nach oben da lasst, wenn euch das gefallen hat natürlich. Und dann sehen wir uns das nächste Mal schon wieder im Hauptquartier der Aliens. Vielleicht.